herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, zu einer neuen Folge. Wir spielen Spider-Man 2. Ja, letzte Folge haben wir mit der Flamme gekämpft. Er macht Anzeichen von Carnage, also es könnte durchaus zu Carnage passen, dass das Carnage ist. Ich weiß es nicht genau, aber ich gehe da ganz stark von aus, dass das Carnage war. Er ist auch mit einem Symbionten abgehauen und bekanntermaßen oder bekannter, es bekannt ist, dass es Carnage definitiv auch gibt und aus Venom gemacht wurde. Gut. Wir haben jetzt hier noch eine gesperrte Sache. Der Rest ist frei. Wir sind noch immer so ein bisschen im Sammelmodus, aber wir haben jetzt nicht mehr viel. Die Flamme haben wir. Hier haben wir die Flamme. Eine Sache ist gesperrt. Ich weiß nicht, was da noch kommen wird. Hier fehlen uns jetzt nur noch zwei Spider-Bots. Aber die sind relativ schnell aufgespürt. Ja, die Verbrechen machen wir noch immer nicht. Um die kümmert sich aktuell Miles. Haben wir ihn so beauftragt. In unserer Spider-Zentrale. Da hängt so eine kleine Pinnwand. Da haben wir ihn draufgeschrieben. Hier, Miles, du kümmerst dich heute um die Verbrechen auf der Straße. Und ich mache andere Dinge. Wir wollen jetzt alle strukturierter angehen mit Miles. Oh. Warte. So, ich musste kurz niesen. So, alles klar. In dieser Stadt wollten wir jetzt nach den zwei Spider-Bots suchen. Da ist einer. Ich habe ihn gerade gesehen. Da ist er. Musst du mal genau gucken, wo am Gebäude er hier klebt. Da ist er. Haben wir. Elektro-sicherer Spider-Man. Spider-Bot. Okay, noch einer. Da ist er. Und dann müssten wir es eigentlich auch schon fast haben. Ja, da hinten ist noch so ein Symbiontennest, das weiß ich. In einem anderen Leben? Scarlet Spider, Spider-Bot. Oh. Ach ja, eine Sache hier ist noch gesperrt. Aber den Rest haben wir. Da, jawohl. Hier fehlen wieder zwei Spider-Bots. Sagen wir, wir fangen direkt hier unten an. Das war ja nicht relativ zügig jetzt, dass wir die beiden gefunden haben. Wie gesagt, ich gehe immer davon aus... Oh, scheiße, den haben wir nicht gekriegt. Ich gehe immer davon aus, dass die sich an Orte aufhalten, wo wir nicht so häufig lang geflogen sind, also meistens so am Stadtrand. Oh, gar nicht, da ist schon einer. Hier ist eine Kiste. Jetzt habe ich natürlich gesagt, irgendwo am Stadtrand und hier ist jetzt eine genau an der Brücke. Aber meistens, wie gesagt, sind sie an irgendwelchen Orten, an denen wir nicht so oft vorbeigekommen sind. Gwen Stacy Spider-Bot. Aber einer ist ja hier trotzdem noch. Ich markiere jetzt einfach mal da, weil hier eine Kiste ist.
Ja, mein Plan hier geht noch nicht ganz auf. Okay, hier ist er nicht. Dann schwingen wir mal da hinten hin. Er hätte jetzt gedacht, er ist hier ziemlich weit am Rand irgendwo. Gelbe Kiste holen wir uns. Und dann ist er wahrscheinlich da hinten irgendwo am Rand. Also hier so in diesem Bereich. Ja, interessant, er versteckt sich gut hier. Der will nicht gefunden werden. Könnte sogar schon der letzte sein, den wir noch brauchen. Bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, ob der andere Bezirk auch schon komplett frei ist. Der hat wirklich keinen Bock auf uns. Ich versteife mich wahrscheinlich viel zu sehr wieder auf meine These, dass er hier... Ach, da ist er doch. Nein, ich hatte recht. Du erinnerst mich an eine tolle Spinne, die ich kenne. A New Universe Spider-Bot. So, dann mal den Bezirk auch. Warte. Hier haben wir jetzt alles. Jawohl. Hier gibt es noch einen Spider-Bot. Oder haben wir den gerade geholt? Nee, ne? Wir sind jetzt gerade erst hier rüber gesprungen. Hier gibt es noch einen Spider-Bot. Ich befürchte fast, dass der hier irgendwo ist. Und ein Venom-Symbionten-Nest. Ich versuche erstmal mein Glück da hinten. In diesem abgelegenen Stück, weil ich bin mir nicht sicher, ob ich da überhaupt schon mal war. Na komm, wo ist er? Dann fliegen wir erstmal darüber. Du verlässt den Spielbereich. Zurück zum Spiel. Okay. Ich dachte jetzt so auf ganz cool. Achso. Bin auch vollkommen falsch. Aber da ist er, ich bin mir sicher. Sag ich doch.
über Klassiker. Klassischer Spiderboard. .42/42. Geschafft! Die Nachricht hat eine Art Qubit-Algorithmus benutzt, aber ich habe eine Dekodiertabelle entwickelt, was ein echter Geniestreich war. Toll, Genki. Wie lautet die Nachricht denn? Es ist eine Adresse. Offenbar eine alte U-Bahn-Station, die seit den 80ern nicht mehr genutzt wird. Ob das eine Falle ist? Nein, nach Falle sieht das nicht aus. Wonach sieht sonst aus? Keine Ahnung. Genau das macht mir Angst. Okay, das ist wahrscheinlich in irgendeinem Bereich, wo es eben noch gesperrtes Teil gab, was frei. Wo ist denn die blöde Kiste? Da bist du. Gucken wir gleich mal. Irgendwo auf der Karte werden wir jetzt was bekommen haben, oder? Da. Sag ich doch, hier ist noch ein gesperrter. Jetzt haben wir ihn. Da gehen wir dann als nächstes hin. Ich weiß zwar nicht, was die anderen gesperrten Sachen noch sein sollen. Vielleicht gehören sie alle auch dazu. Oder hier kommt noch einer dazu. Ich weiß es nicht. Ich hoffe, dass das hier nicht wieder so ein Drecksloch wird mit 3-4 Dinger oder sowas. Am besten wäre einer. Oh. Noch ein Nest. Das Klasse. Letzte war schon übel. Wieder zwei Herzen? Flieg nicht aus, Pete. Das wird jetzt laut. Aber die hängen wenigstens aneinander, dichter aneinander. Ja! Da kommen mehr! Die eigentlich nur bei Laune halten ein bisschen. Oh. Noch 20. Das sollte ja zu schaffen sein, oder? Noch 4. Tschüss. Jawohl. Oh. Und jetzt kommt wahrscheinlich so als gesperrtes Gebiet irgendwie so ein Bereich, wo es 8 von diesen Dingern gibt oder so.
Okay, erstmal gibt's gar nichts. Wir können aber unsere letzte Anzugstechnologie holen. Das ist der hier. Die Schwingengeschwindigkeit erhöht sich auf das Maximum. Voll geladen. So, wir können eine Schnellreise machen. Oder das ist jetzt so gemacht hier, dass wir, immer wieder zu einer neuen Adresse geschickt werden. Könnte ich mir auch noch vorstellen. Aber hier ist nichts. Ich finde aber auch die Kiste nicht. Oh, da, die Kiste habe ich. Oder ist das das? Nee. Hä? Frankie, siehst du das? Alter, was ist hier los? Seht nur, ein Superheld. Wir sind gerettet. Was? Was? Hi. Wer bist du? Ich? Ich bin nur ein Barkeeper, der den Leuten dann und wann mal einen Gefallen tut. Und ich weiß, dass aggressive Spider-Bots gefährlich sind und schlecht fürs Geschäft. Ist das so? Ich nehme sie dir mal ab. Wow. Was? Danke, Spider-Man. Wir können immer darauf zählen, dass du das Richtige tust. Gern geschehen. Und wenn Miguel danach sucht, sag ihm, wer es findet, darf es behalten. Warte, wer ist Miguel? So viel Mühe und sie nimmt uns die so weg. Was zur Hölle war das? Das wüsste ich auch gern. Außergewöhnliche Wireless-Protokolle. Okay. Tja, also so haben wir jetzt alles. Es gibt gerade nichts mehr zu holen. Hier ist noch eine Sache gesperrt. Hier ist noch eine Sache gesperrt. Das wird ja nicht die Hauptmission sein, oder? Die machen wir mal weg. Hier ist alles gut. Ja, hier ist noch eine Sache gesperrt. Hier ist alles gut. Alles gut. Alles gut. Ja.
Hier ist noch eine gesperrt. Und hier. Das heißt, eins, zwei. Hier war noch eben nur eine Sache gesperrt. Jetzt hier schon wieder was gesperrt. Okay. Dann haben wir eins, zwei. Drei. Vier. Fünf. Noch fünf gesperrte Sachen. Ja, noch fünf gesperrte Sachen. Alles klar. Und ich habe keinen blassen Schimmer, für was das alles gedacht ist. Ich schwinge jetzt einfach mal rüber da zu der Hauptmission. Das ist ja das Einzige, was wir noch machen können. Und das wieder ein Verbrechen. Das hat ja nichts mit den Kisten zu tun, oder? Wie wär's mit der Pause? Die haben hier untereinander gekämpft. Wir hätten abhauen sollen. Jawohl, mach ihn fertig. Oh, da haben sich zwei gefunden. Noch so ein Dicker. Bitte geh tot. Jawohl. Jawohl. Oh. Wie viele Jäger sind noch in der Stadt? Zu viele. Wie gesagt, das hat nichts mit den Kisten zu tun, oder? Wenn wir die vielleicht alle haben, dass dann auch noch was passiert. Aber das sind ja echt viele. Wir spielen erstmal die Hauptstory. Vielleicht kommt ja noch was. Vielleicht kommt ja noch was von Carnage oder. Dass diese ganzen Venom-Missionen jetzt hier kommen, diese Symbionten-Aufträge, das ist auch hart. Symbionten hören erst auf, wenn sie drin sind. Kommt nicht mehr! Hilfe! Hilfe! Bitte tut mir nicht weh! Hey, ihr Viecher! Legt euch doch mit mir an! Hä? Kommt doch gar nicht so machen. Okay.
Man, gut kommen diese Schwarzen davon jetzt erst. Also mit Rot dahin, der war krass. So. Kann jemand helfen? Natürlich. Hallo? Kann mir jemand helfen? Die sind echt krass, Alter. Vor allem die da gerade waren mit dem Schwarz und Rot, ne? Die waren heftig. Hätte ich so nicht erwartet. So, wir setzen uns mal hier kurz auf den Kopf. Denn da wollen wir jetzt hin. Aber, Freunde, erst in der nächsten Folge. Denn ich weiß nicht genau, was jetzt passiert. Wenn wir jetzt, in der Zeit, wo wir quatschen, können wir das Verbrechen noch machen. Das lässt mir gerade keine Ruhe. Ich weiß ja nicht, was jetzt passiert. Und wenn wir da jetzt reingehen und es kommen lange Aktionen, dann reicht meine Zeit nicht und wir haben wieder Überlänge. Und ich möchte hier ungern wieder ein Stundenvideo machen. Symbion greift sie an! Hilfe! Hilfe! Bin schon dran! Aus dem Weg! Wenn das ganze Spiel über diese Symbionten da gewesen wären. Dann wären wir am Arsch gewesen. So. Okay, erstmal Ruhe. So, alles klar. Dann haben wir jetzt alles. Wir gehen gleich zu dem Gebäude, der Avengers Tower. Da müssen wir hin. Da gehen wir gleich hin und dann werden wir sehen, was da passiert. Und wie es weitergeht. Ja, was die ganzen Rätsel jetzt angeht, hier mit diesem gesperrt. Ich weiß nicht, was es auf sich hat. Ich hoffe, wir werden das irgendwie noch bekommen. Kann es aber auch nicht versprechen. Aber okay. Vielleicht hat es ja auch mit den Spider-Bots zu tun oder vielleicht kommt noch ein DLC, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, Freunde, ich bedanke mich fürs Zugucken. Ich hoffe, ihr seid da morgen wieder mit dabei. 16 Uhr ist Spidey-Time. Schaltet ein, seid dabei, passt auf euch auf und wenn ihr Bock habt, sehen wir uns morgen. Ciao, ciao.